So Leute, da sind wir wieder. Bei Vegas Hilf mit mir, der Jutis, der lieben Sefi. Hallöchen! So, ich gehe jetzt mal weiter. Du hast eine Tür noch vergessen. Ich weiß. Ich wollte es nur sagen. Ich weiß. Also. Na gut, dann gehe ich jetzt da. Ich habe eigentlich gedacht, dass da irgendwie an jedem Eck dein ist, aber vielleicht der erste ist. Also musst du nicht, du kannst. Jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich aus Prinzip hin. Ich finde das nur immer so nervig, dass du noch diese Fahranimation hast. Das stimmt. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Vor allem, weil du da ja echt noch rumcruisen bist mit den Teilen. Regentanzteam! Was mach ich denn da? Die konnten ja auch eine Eisattacke. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich probiere das aus. Hey du. Ich habe dich schon erwartet, mein lieber Spargel. Im Irischus hast du mir wirklich schwer den Kopf. Schön den Kopf gewaschen. Aber leider kann ich es nicht zulassen, dass du meine Frisur schon wieder ruinierst. Ich muss dir eine kleine Lektion erteilen, Kleiner. Ob mit oder ohne Musik, jetzt wird gekämpft, mein Hübscher. Und getanzt dabei. Hey, die coole Musik ist nicht da. Ei. Ja, wenigstens hat er den Subwoofer mitgebracht. Huch. Achso, ich wollte gerade sagen, was machst du jetzt denn? Ich sage Huch und decke mich zu. Oh. Ich bin ein bisschen müde. Oh. Aber ich bin trotzdem noch sehr elanisch. Das ist der Vorteil beim ADS. Mist. Ja, eine Psychokinese hätte jetzt sehr geholfen. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Nichts, was Ampi umbringen kann. Alter, also so oft wie hier schon Erdbeben eingesetzt wurde, wundert es mich, dass der Turm noch steht. Ich habe wundert, dass er einmal umgestürzt ist. Ja, lass mich doch. Was ist graut mir schon vor dem Endkampf? Me too. Ich glaube, da müssen wir dann eine Münze werfen, wenn der ihn macht. Oh, das hat ganz schon reingehauen. Ich bin nicht da! Aber die Kamera bewegt sich. Ich bin nicht da! Komm weg! Ba-ba-ba-ba-ba! Busche. Cyanar schneller als das, weil es einfach schneller als das Kapalores. Nein, ich glaube nicht. Dann gehe ich mal darauf und so noch den Rest. Das würde ja bedeuten, dass die Kapalores stärker schneller sind als das Landhorn. Dieses Landhorn, wie langsam ist das? Das ist in der Luft schwimmen, also von daher. Lass mich raten. Ambros packt jetzt ab. Wo? Ich jetzt unbedingt. Ist da jemand auf den Typ Wasser umgestiegen? Tja. Mann, Amphi ist ja gleich richtig verlässlich geworden. War ein Toran nicht schon mal blauer? Vielleicht ist das eine Shiny-Variante. Respekt, Alter. Kriegst nichts geschissen, ne? Aber ein Shiny Toran hast du. Eigentlich müsste ich das Déjà-vu haben. In der Stadt. Und ja, ich habe es, aber ich kämpfe nicht gegen ihn. Also habe ich kein Déjà-vu. Ich dachte gerade für eine Sekunde, der Bildschirm ist eingefriest. Alles gut.
sicherlich. Upsi. Oh, gut. Kontra Kaskade mit Kaskade. Entscheidung. Hey, wie viele Drecksviecher hast du denn? Das musst du dann wirklich sagen. Das ist, glaube ich, sein Lulu-Baumer-Satz. Ich finde, Amalu hat auch eine ziemlich unangenehme Typenkombination. Ja. Das ist genau wie mit Willy. Die habe ich nicht gerne als Gegner. Müsste ein Surfer nicht effektiv drauf sein? Ja, ich habe bloß keinen Bock gehabt. Ich weiß nicht, ob es Regenguss oder H2O Absorb hat. Nicht. Das ist halt Kampfpanzer oder Kampfpanzer? Robustheit? Ich meine nicht das Kapalos. So. Naja, Kapaloris hat entweder ja, dass es sich im Regen KP auffüllt. Ja, ist Regenguss. Regenguss oder dass es schneller wird im Regen. Das sind die einzigen Fähigkeiten, die Kapaloris haben kann. Ein Gigasaur überlebt das Ding, überlebt MP sowieso nicht mehr. Kann ich lieber Fuß die einmal reinschmeißen? So, hier, viel Spaß. Oh, falsch rum. Danke, dass er drin war. Willkommen in meiner Welt. Hohoho. Sehr schön. Wahrscheinlich Tauch einsetzen. Oder es wird einfach ein Anfangs anspucken. Das sehe ich jetzt mal aus. Es geht auf Papunga. Pussy! Na gut, das ist bei der Verteilung auch aber. Ja. Ja gut, vor allem Eisstrahl als Pflanze Flug-Pokémon. Ja. Alter, Armforce ist voll der Underdog hier. Also so, ach ja, das ist ja nicht mehr so gut, bla bla bla. Räumt hier voll ab mit das verlässlichste Pokémon momentan. Weil es ja wirklich alles tankt wie so ein kleiner Weltmeister. Und dann hat es auch echt guten Schaden angerichtet. Oh, Entschuldigung, das Tanzen liegt mir nicht. Nein, 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 nein. Oder nee, das Tanzen liegt mir mehr als das Kämpfen. Oh, jetzt bin ich ganz zerzaust. Wirklich, du hast mich aus dem Takt gebracht, du Schlingel. Oh Gott.
Du hast unbestritten Talent. Aber, also solltest du das hier haben. Spargelhead, rote IT-Marke. Das ist ein Geschenk unseres großartigen Anführers Yakira. Ohne dieses nützliche Dingelchen kommst du hier nicht weiter. Vielleicht wäre es aber auch besser für dich, wenn du dich gar nicht weiter vorwachst, mein Kleiner. Ja. Weißt du, was ich witzig finde? Was denn? Dass Game Freak eigentlich mit seinen Teams immer mehr versucht, so möglichst skurrile Bosse zu machen, die irgendwie total abgedreht sind. Mhm. Statt einfach mal so einen zu machen, der halt wirklich böse ist. Ja. Stattdessen wird halt versucht, die so skurril und abgedroschen wie möglich zu machen. Obwohl, ich muss sagen, Sonne und Mond, das Pokémon, das einen anderen Menschen übernimmt und sich dann so verbündet und crazy Frau und so, das fand ich aber auch schon, boah, für Nintendo, also für Pokémon-Verhältnis fand ich das eigentlich schon ziemlich krass. Ja gut, wenn man sich so die Pokédex-Einträge durchliest. Ja, gut. Ach ja, auch in Sonne und Mond bleiben unsere lieben Laster nicht verschont. Also ich glaube, wir haben alleine beim Durchspielen, ist ohne großartig auf Pokémon-Suche zu gehen, mindestens 3 Pokémon gefunden, die Laster kaputt machen können. Geilsten ist immer noch der Pumpy-Eintrag, den ich dir mal geschickt habe von meinen. Das ist mit seiner eigenen Scheiße spielt. Ach ja, das ist hier Lehm aussondert und damit dann spielt, ne? Ist, ja, ist, ich glaube, das frisst irgendwie Dreck oder Lehm, irgendwie sowas. Mhm. Dann, nee, quasi, es isst was, es produziert Lehm und damit spielt's dann. Ja gut, aber den kannst du auch durch die Haut absondern oder so. Tja. Es ist nicht gesagt, dass es seine Fäkalien sind. Aber es las sich so. Nicht. Willst du ja behaupten, du kannst mich einfach besiegen und weitergehen? Ja. Ich glaube, ich habe die Krypto voll Pfosten gefunden. Nur ob du das tatsächlich kannst, werden wir gleich sehen. Naja, den Schlamm. Also hier steht, dass es Schlamm ausspuckt und der gegen Wind und Wetter schützt, wenn er hart wird. Was und deswegen werden halt häufig Häuser damit gebaut. Und es, man baut die auch mit Lehmhäusern, also würde ich sagen, dass der Schlamm vielleicht Lehm ist. Juhu. Oder ein Lehmhaus. Wow. Man kriegt ja echt nur das Nützlichste von Nützlichsten. Alter, ich war gerade so kurz davor, so überlegen, bringe ich es um. Was ist uns nützlicher? Ein Botugel, das EP gibt, oder das ein Botugel, das erstmal Bälle verschwendet und was auf der Bank rumgammelt? Ja. Also eigentlich, jetzt mal so klar, es ist zwar doof, wir haben jetzt die ganze Zeit fleißig die Krypto-Pokémon gesammelt und es ist nur Damiplex durch die Lappen gegangen, aber du kannst gegen alle Kryptos in der After-Story nochmal antreten und die da fangen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir sammeln wirklich jedes kleine EPchen, das wir kriegen können, weil wir ziemlich unterlevelt sind und der Bosskampf schon schwer genug damit wird. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Und Botugel brauchen wir eh nicht. Wir wollen Ho-Oh nicht erlösen, oder? Mhm. Also von daher wäre es eigentlich egal, ob wir jetzt das Teil fangen oder nicht. Ach ja, und Sonne und Mond hat konfirmiert, dass Filinara ein Fleischfresser ist. Seine bandförmigen Fühlern lässt es beruhigende Wellen entströmen, um seine Beute in Sicherheit zu wiegen. Aha. Interessant. Was frisst es denn? Naja, wenn es Beute, also zumindest ein Lebewesen. Ja, schon, aber... Alter, dieses Buch will... Fuckt mich gerade ein bisschen ab. Aber ich meine, ich kann mir jetzt... Na, ich meine so, was... Der andere Pokémon könnte es denn essen? Mautzens? Ja, mit seiner... Das ist nur 1 Meter groß. Ja, deswegen. Also... Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich im Walmer fängt.
Vielleicht mein Lord. Vielleicht irgendwie so ratzfatz oder so. Ja. Nein, ein Meter. Das ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner als ein durchschnittlicher Fuchs. Was fressen die so? Eine kleine Tier, so Hasen, so Hasbrühe ist vielleicht oder so. Wobei in der Buchreihe, die ich letztens gelesen habe, da hat der Fuchs auch manchmal Insekten gefressen. Das glaube ich wohl. Dieses Proto. Weil der war mit anderen Tieren auf Wanderschaft und die haben sich versprochen, sich gegenseitig zu beschützen und sich nicht gegenseitig zu fressen. Die Kreuzotter fand das ganz doof. Okay. Ist eine ziemlich berühmte Geschichte. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Es gab sogar eine Serie davon. Mhm. Als die Tiere den Wald verließen. Gott sei Dank. Hätten wir nicht über das Föhnertor fangen können? Das wäre geil. Ich finde das so geil, wie das Boto fliegt. Das ist einzig epischer an diesem Vogel. Katz. Das war mein letzter Feuersturm. Ich glaub ja nicht. Das ist aus, das ist mit uns beiden. Oder hier, Nachthara produziert ja Giftschweiß. Wozu wird das wohl brauchen, außer zur Verteidigung? Wahrscheinlich zum Jagen. Tats, aber wenn es nachts sich anschleicht und so leuchtet, ganz schön schwer. Wundert mich, dass die Selektion da noch nicht gegriffen hat und es nur noch Shinies gibt, weil die besser getarnt sind. Oder hier, Flamara. Hat es Bären oder Pokémon erbeutet, speit es so lange Feuer, bis beides gut durchgebraten ist. Danach beißt es beherzt zu. Das sind voll die Kannibalen. Naja, das wär echt krass, wenn es Ebonis fressen würde. Beweis? Gibt's Kannibalen Pokémon? Nee, ich glaube nicht so lange. Nicht so lange Pokémon ein Kinderspiel ist. So, ich hab das Protobild gekillt. Ah, oh, gut, wir werden es überleben. Ah, gut, wir werden es überleben. Im Gegensatz zum Protobild. Kann ich jetzt zurückhusen. Geh, durch Spargel. Oh. Oder Agrostella riecht mit seinen 12 Bahnen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Okay, endlich mal ein Vieh, das nützlich ist. Wie viele Corazon hast es da gibt? Ja, vor allem das Witzige ist, die Vorentwicklung kannst du ja nur fangen zum SOS-Kampf gegen Corazon. Und dann greift das Vieh Corazon an. Ach, das ist schon wieder lustig. Also, dass es so ist. Ja. Das ist genauso wie wenn du, wenn du so ein Schwarm-Dings hast und da wird Sengus und Lipitus gemischt. Ja, das ist geil. Vor allen Dingen, in der Edition, das ist ja Edition abhängig. Hm. Bei der einen hast du dann mehr davon, auf der anderen hast du mehr davon. Und wenn du dir das Vipitis fangen willst in der Edition, dann kannst du eigentlich ein Geister-Pokémon, nee, gar nicht umgekehrt, Vipitis, nee, wenn du das Sengo haben willst, kannst du dir einen Geister-Pokémon mit Unheilböen machen, weil das trifft ja alle. Hm. Außer das Sengo, weil das dagegen immun ist. Sonst hast du echt schwere Karten, das Teil zu fangen. Ja, stimmt. So, ich würde sagen, wir können. Eine gute Wahl. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Ach du Schreck. Hast du grüne Neune? So. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass ihr nächstes Mal mit dabei seid. Wir würden uns natürlich drüber freuen. Und in dem Sinne sagen wir Tschüss. Tschüssi.